Hi, I'm Vince, also as Pleasant Kenobi on the internet, and you're listening to Radio Ravnica. Radio Ravnica, Folge 266. Heute mit dem Themen: keine MagicCon mehr in Europa, auch kein Pioneer mehr für das nächste Jahr. Und unsere Marvel Leaks, die wir vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen besprochen haben, sind tatsächlich wahr. Und da kommt noch einiges mehr auf uns zu. Das alles und noch viel mehr. Und Ask Us Anything diese Woche bei Radio Ravnica. Aber natürlich erstmal, hi Marc, wie geht's dir? Hi, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin echt mal gespannt, was die Folge so gibt. Ja. Gerade weil es eine Menge kontroverse Themen gibt, die gleichzeitig aber auch immer noch so ein Funken Hoffnung mit beischwingt. Da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Ja. Bei allem, was sie angekündigt haben, hänge ich jedes Mal da und denke mir so, ja, aber vielleicht doch. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall einiges passiert. Das Wochenende war auf jeden Fall sehr turbulent. Man liest so die eine News, okay, keine MagicCon Europa, verdammt. Und dann am nächsten Tag direkt, oh, keine Pioneer-Turniere mehr anscheinend und was das bedeutet. Also wird auf jeden Fall ziemlich crazy. Aber wichtige Frage ist, wie geht's dir denn? Du hast ja neulich auch gepostet gehabt, dass es dir nicht so gut ging die Woche. Mir geht's wieder besser. Perfekt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es hat sich Corona in unser Haushalt geschlichen. Das heißt, es war wieder ein bisschen Isolation. Ich bin größtenteils davon verschont geblieben, von den Symptomen, perfekt, war aber trotzdem positiv. Und das war ein bisschen unwohles Gefühl, das nach all dieser Zeit dann doch noch mal irgendwie zu haben. Aber uns geht's wieder gut. Keine bleibenden Schäden hinterlassen. Von daher, bevor wir einsteigen ins Thema, ein obligatorischer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, unserem Energy-Drink, Eistee und Hydration-Drink unserer Wahl. Und ihr könnt diese fabelhaften Getränke denn ausprobieren und euch das mal zu Gemüte führen, was es da für Geschmackssorten gibt, auf weareholy.com/Radio Ravnica. Und wenn ihr dann was bestellen wollt, könnt ihr Geld sparen mit den Codes Ravnica10, 10% und Ravnica5, 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Ihr unterstützt uns dabei indirekt und bekommt die Produkte noch günstiger. Das ist eine Win-Win-Situation für euch, für uns und für Holy. Deswegen vielen Dank, Holy, an dieser Stelle. Yes, wichtige Frage. Hast du denn den Blutorange-Badge schon probiert? Ja, ich habe den bekommen, aber noch nicht probiert. Ich bin immer so ein bisschen knauserig, die Dosen aufzumachen, weil ich bin der Einzige, der das hier trinkt. Und dann habe ich 10 Dosen auf. Die sind wirklich gut. Also der Blutorange kann ich wirklich empfehlen, wenn man Blutorange mag, ist das wirklich sehr geil. Aber das zeigt auch wieder, wie ergiebig so eine Dose Holy sein kann, weil ich bin immer noch an dieser Giraffen-Grapefruit. Ja, die habe ich auch noch dran. Zu Hause. Die Giraffe, die ist ein Riesending, ist auch noch da. Ich trinke mindestens jede Woche ein und ich also habe immer noch mehr hier als genug. Hier ist eher so täglich ein. Ja, das ja. Trotzdem nicht weg. Total. Aber weiter geht's mit der Gamevasion, die am 6.12. bis 8.12. denn vorherrscht. Ich glaube, die LAN-Party fängt nochmal einen Tag vorher an. Am 5. ja, genau. Am 5. Damit die Leute auch ihre Rechner dahin bringen können und aufbauen können und so weiter und so fort. Genau. Und da ist natürlich die Frage, was ist die Gamevasion? Das ist ein großes Festival, was sich sehr um Gaming bezieht, aber auch eine sehr große Trading-Card-Game-Area haben wird. Eine Künstlerecke wird es geben. Das heißt, ihr könnt da den ganzen Tag von morgens bis abends Magic spielen in einer riesengroßen Commander-Play-Area. Es wird Ticketed Play geben, es wird Drafts geben, es wird Turniere geben, allem drum und dran. Und auch wir sind da, was uns natürlich sehr, sehr freut. Denn dann gibt es eine weitere Gelegenheit, dass wir uns, also Marc und ich und ihr da draußen, uns vielleicht noch mal an einem Tisch setzen könnt und die andere ein oder andere Runde Magic spielen könnt. Ich muss mir noch ein paar Commander-Decks leihen. Ich kann dir ein paar auf jeden Fall geben. Daran soll es nicht scheitern. Noch besser ist, dass wir tatsächlich euch Tickets verlosen dürfen von der Gamevasion. Wir verlosen 2x2 Tickets für die Gamevasion, wo ihr vorbeikommen könnt. Folgt einfach nur dem Link in der Videobeschreibung. Das ist ein Gleam.io-Link. Da habt ihr ein paar Entries, die ihr machen könnt. Insgesamt gibt es 5. Das heißt, ihr könnt 5 Lose in den Lostopf werfen und mit etwas Glück seid ihr dabei. Das sind 2 Gewinne, wo ihr dann jeweils euch selbst und ein Partner oder einen Kollegen, wer auch immer, mitnehmen könnt zur Gamevasion in Hannover, wie gesagt, vom 6.12. bis 8.12. Wir freuen uns schon mal drauf. Yes. Vor allen Dingen freuen wir uns darauf, weil es ja vielleicht längere Zeit keine größeren Magic-Events mehr in Europa geben wird und die Gamevasion da ganz gut aushilft. Denn wir haben angekündigt bekommen, das MagicCon-Schedule von 2025. Und das hat ein paar Fragen aufgeworfen. Was sind denn so die Informationen, die wir bekommen haben in diesem Artikel zur MagicCon? Wir haben die 3 MagicCons, die es geben wird. Das heißt MagicCon Chicago, Las Vegas, Atlanta.
und natürlich die World Championship 31 bekommen. Das heißt, wir haben alle Stops dieser Tour, dieser World Tour der Magic Cons gesagt bekommen. Und was dann direkt auffällt und auch allen aufgefallen ist und überall Aufschreie gab, es gibt keine Magic Con in Europa anscheinend bisher. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ja, das ist halt echt bizarr. Also wir waren beide in Barcelona, wir waren beide in Amsterdam in den beiden letzten Magic Cons und beide waren richtig, richtig gut. Also Amsterdam noch mal besser als Barcelona, da haben sie viel gelernt und viel wieder ausgebaut. Aber, ja, aber es war auch teurer als Amsterdam, war. Das stimmt, das stimmt. Aber wir haben uns halt beide sehr wohl gefühlt. Es war ein sehr schönes Event, es war auch sehr voll, es war unfassbar viel Aktivität da. Es war halt schön, als Magic-Mensch in Europa eben auch so viele Leute einfach mal zu treffen. Also gerade auch viele Content-Creator-Kollegen von Übersee oder auch allein aus UK. Aber es waren auch so viele Leute da, die einfach nur spielen wollten. Die haben sich einfach drei Tage lang nur an irgendeinen Commander-Tisch gesetzt und es kamen random Leute dabei, weil die Judges die Leute zum Spielen mitgebracht haben. Und da haben die halt so die Vorgesetzten gesagt, hey, ihr spielt zusammen. Ja. Und so viele Leute, die einfach Spaß hatten mit irgendwelchen, es gab wirklich so viele Künstler, Händler, Side-Aktivitäten. Card Market hat jedes Mal riesengroße Shows gemacht. Es gab eine Bühne, es gab alles. Es war so crazy, weil es halt mehr als nur irgendwie die Weltmeisterschaft oder ein Pro-Tour oder ein Turnier war. Ja, und es ist ja eigentlich bitter, weil die Ankündigung selbst, wir haben einen kleinen Trailer bekommen, wo Fibblefib durch, ich würde fast sagen, symbolische Route 66 einmal durch USA fährt und dann immer Abstecher macht in die amerikanischen Städte. Der bittere Beigeschmack, der dabei eben hängen bleibt, zumindest bei uns und bei sehr vielen Leuten, die eben da auch in den Kommentaren waren, war so, Ja, ich glaube, ihr habt Europa vergessen. Oder irgendwas anderes, was nicht Amerika ist. Das muss man ja auch sagen. Also, wir in Europa waren ja zumindest noch so weit privilegiert, dass wir überhaupt was bekommen haben von MagicCon. Ich will gar nicht an Lateinamerika oder Asien oder die ganzen anderen Bereiche der Welt sehen, die nicht Amerika sind. Australien, Neuseeland, all diese fabelhaften Länder, wo Magic gespielt wird. Magic ist ein globales Spiel. Und MagicCon wird aber nur in Amerika gefeiert. Und ja, ich war auch überrascht dann doch, wie viele Kommentare dazu kommen werden. Das Ganze wurde begleitet von Weekly MTG, wo es auch nochmal diskutiert worden ist, wo auch ein bisschen auf die kompetitive Seite gesprochen wird. Dazu kommen wir später noch. Die obersten Kommentare sind alle, hey, was ist mit Europa? Hey, was ist mit diesem Kontinent? Was ist da? Und warst du auch so überrascht, dass halt einfach, obwohl Magic in gewisser Weise historisch bedingt auch einen sehr hohen Amerika-Fokus hat, dass der größte Aufschrei eigentlich dabei ist, dass sie nur in Amerika sind? Ja, tatsächlich. Weil natürlich ist es American-based. Gleichzeitig sind sie aber auch eine weltweite Marke. Und sie müssen auch wie eine weltweite Marke meiner Meinung nach reagieren und agieren. Ja. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nur von meiner Seite aus das, was ich mir da zurechtreime, ohne Beweise, ich rede Schwachsinn wie immer. Ich glaube halt, dass die Location und das alles dahin zu machen. Ich meine, ihr habt Videos gesehen. Wir haben beide, hast du letztes Mal auch einen Vlog gemacht? Ich meine, ich hatte einen Vlog dazu. Wir haben beide Vlogs dazu gemacht, wie groß das war, wie viele Sachen einfach da waren, wie alles mitgebracht wurde. Und diese, ich sag mal, Schwierigkeit, das Ganze durch das Land zu transportieren, zu organisieren und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist halt wesentlich einfacher, wenn du dich in einem eigenen Land bewegst, als wenn du in einer Firma bist, die halt vielleicht ein paar europäische Mitarbeiter hat oder Mitarbeiterinnen, vielleicht, keine Ahnung, 20 Stück oder so, und die sollen das dann organisieren. Oder eben das abgibst an eine sekundäre Firma, was in dem Fall der Pastimes war, die auch einen sehr großartigen Job gemacht haben, um das halt dann zu organisieren für dich. Und dann bist du trotzdem jemand, der ein amerikanisches Unternehmen, was ein anderes amerikanisches Unternehmen anweist und sagt, hey, mach das mal für uns. Ich glaube, das wird halt auch sehr viel kosten, sehr viel Stress, sehr viele Nerven gekostet haben. Ja. Und dementsprechend bin ich da wirklich der Meinung, es lag nicht dran, dass die nicht erfolgreich waren. Wir hatten Amsterdam das größte Magic Con überhaupt. Also wirklich von den Zahlen her das größte. Aber woran es dann lag, wollten sie uns dann wieder nicht sagen. Das ist halt das Ding, so, ne. Es ist so eine Nicht-Ankündigung. Es ist das Ausbleiben von einer Ankündigung, was halt so ein bisschen
ja, Fragezeichen aufwirft. Und der Fall wird ja auch noch ein bisschen komplexer. Oh ja. Wir haben, es gab ein Video dazu von Pleasant Kenobi, was wir uns halt auch eben angeguckt haben zur Vorbereitung der Folge. Und er hat natürlich Kontakte, ist natürlich ein deutlich größerer Influencer als wir, was da angeht, und konnte auch einfach mal nachfragen. Hat dann auch Blake Rasmussen angeschrieben, beziehungsweise generell an Wizards mal eine E-Mail geschrieben, meinte so, hey, what the fuck, was geht da ab? Und wir haben eine Aussage, die er teilweise eingeblendet hat, teilweise rezitiert hat. Und die sagt halt quasi Folgendes, dass sie auf jeden Fall planen, in Zukunft oder sich auch schon darauf freuen, in Zukunft wieder in Europa zu sein mit den Magic-Cons. Sie reisen bisher oder dieses Jahr durch die USA und wir hoffen, dass sie bald mehr News teilen können zu europäischen Magic-Cons. Das berühmt-berüchtigte Soon. Soon wird es News dazu geben. In der Zwischenzeit gibt es zwei Spotlight-Series in Europa. Die erste findet in Utrecht vom 15. bis 16. März statt, in den Niederlanden. Und das zweite wird auch später angekündigt, sobald die Details finalisiert sind. Spotlight-Series, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Vielleicht haben es nicht alle mitbekommen. Es ist eine Art von Grand Prix, also wieder ein größeres Event, was aber den Fokus auf Turniere haben wird. Ja. Es wird natürlich auch Command Zone geben, aber es wird nicht eine Magic-Con sein. Es wird keinen exklusiven Merch geben, es wird keine exklusive Events geben, kein Game Nights Live. Keine alles, was Influencer, die eingeladen werden. Vermutlich nicht. Künstler sind meistens weniger da, tatsächlich. Genau. Und, ja, der Fokus liegt halt mehr auf dem Turnier. Genau, und was halt Pleasant Kenobi in seinem Video so ein bisschen durch die Blume andeutet, wie gesagt, das sind alles so aus zweiter Hand Informationen, deswegen große Disclaimer davorher ist, dass es noch keine Ankündigung zu Magic Cons gibt, es aber potenziell noch welche kommen könnte für das Jahr. Was ich sehr verwirrend finde. Denn sollte es tatsächlich Magic Cons in Europa geben und dadurch, dass sie es halt überhaupt nicht erwähnt haben in den Ankündigungen. Ich glaube, in einem Tweet heißt es, we're looking forward to party with you in Europe soon. Das ist der einzige quasi offizielle veröffentlichte Text, wo Europa, sag ich mal, erwähnt worden ist. Und auch das fällt aus dem Raster von den bisherigen MagicCon-Ankündigungen, wo auch immer drei angekündigt worden sind, wo mindestens eine davon in Europa war, in Barcelona und Amsterdam jeweils. Und das ist halt eben das Problem, wo wir uns gerade befinden. Wir haben so Halbinformationen. Wir haben eine E-Mail, die zitiert wurde, intern, die nicht ganz preisgegeben worden sind. Und wie gesagt, kein Angriff zu Pleasant Kenobi. Ich bin ja dankbar für die Informationen, die wir haben. Aber sollte jetzt in der Woche oder zwei oder in einem Monat oder zwei für 2025 doch noch Magic Cons in Europa angekündigt worden bin, dann frage ich mich, was zum Teufel? Warum habt ihr das denn nicht vorher gesagt? Also vielleicht liegen die Locations nicht fest, vielleicht liegt es nicht ganz fest, wo es dann stattfinden soll, wenn eine vierte Magic Con dazukommen würde. Aber was halt auch dafür sorgt, ist, dass der ganze Aufschrei, dass wir jetzt gerade reden, dass Pleasant Kenobi drüber redet, dass jetzt alle in große Verwirrung herrscht. Und wenn zumindest irgendwie ein Absatz drin wäre, hey, wir arbeiten gerade noch an 2025, eine Magic Con Europa zu machen, stay tuned, wäre ja zumindest was, wenn es eine offizielle News dazu gibt. Momentan ist von der offiziellen Seite aus die einzige Information, dass wir vielleicht 2026, also erst in zwei Jahren, die nächste Magic Con in Europa haben. Ich weiß nicht, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeiten, dass wir 2025 noch eine Magic Con in Europa sehen? Ist es was, was du glaubst, was realistischerweise noch passieren könnte? Oder glaubst du, der Zug ist für nächstes Jahr abgefahren? Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass der Zug abgefahren ist, was die Bewandtnis hat. Also vielleicht irgendwie so ein Dezember-Event, muss man ganz ehrlich sagen. Aber da haben wir dann halt auch das Eternal-Weekend. Und ja, schwierig. Weil das Problem ist, wir haben ja angekündigt, wir haben Chicago im Februar. Ja. Dann haben wir März, April, Mai und im Juni, also drei Monate später, im Juni haben wir Las Vegas. Dann haben wir Juli, August und dann im September wieder Atlanta. Und dann haben wir praktisch nur noch Oktober, November, Dezember. Und da sind auch wieder drei Monate. Also es passt nicht in den Schedule rein. Und man muss ja auch mal sehen, die Magic Cons sind ja immer set-themed. Das heißt, wir haben zwar eine Menge Ankündigungen für nächstes Jahr, auch coole Sachen für nächstes Jahr, aber halt nicht so crazy ist, wo man sagt, hey, das ist Modern Horizons 3 oder so. Ja. Und wenn wir das nicht haben, dann weiß ich auch nicht, ob wir da so ein Thema wirklich rausfinden. Und wenn wir kein anderes Datum haben zu so einem Set-Release, dann kriegen wir dafür auch keine Magic Con.
Tatsächlich, aber nächstes Jahr soll ja quasi Final Fantasy Universes Beyond Booster Set rauskommen und Marvel, das erste Booster Set von vielleicht vielen, vielleicht wenigen. Yes. Die werden ja auch modern relevant sein. Also es könnte vielleicht so ein Herr der Ringe-Ding sein wie in Barcelona, dass sie dann darum was aufbauen. Aber das passt dann halt vom Schedule dann einfach wahrscheinlich nicht. Also es würde wahrscheinlich im Sommer kommen und dann eher nach Las Vegas, Atlanta fallen. Genau. Ja, das stimmt schon. Ich bin auch gespannt. Also ich persönlich würde es mir mega wünschen, dass wir noch eine Magic-Con in Europa bekommen. Ich fand, die letzten beiden Magic-Cons waren, wie gesagt, der absolute Hammer. Es hatte sehr cool, richtig was von so hier, deswegen spielen wir alle Magic, weil es halt so eine schöne Gathering im wahrsten Sinne des Wortes war. Man konnte halt so viel machen. Ich glaube, das Wenigste, was ich bei beiden Magic-Cons gemacht habe, ist tatsächlich Magic-Spielen. Man war so beschäftigt mit anderen Sachen, mit verschiedenen Events, die man da irgendwie machen kann. Oder in Amsterdam habe ich fast nur gespielt. Also es war okay. Ja, okay. Man hat sich so ein bisschen aufgeteilt. Aber man kann sich auf jeden Fall als Magic-Fan da sehr gut eindecken mit verschiedenem Kram, mit Leuten kennenlernen. Oder auch einfach Dinge kaufen, Dinge experiencen, einfach eine Live-Show genießen und. Und das wäre halt super schade, wenn da Europa außen vor bleibt, weil hat ja die letzte Zeit eigentlich dann doch ganz gut funktioniert. Aber ich sehe auch so in gewisser Weise den Punkt, dass es sehr teuer ist, allein die ganzen Persönlichkeiten einzufliegen, Hotels zu zahlen und so weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, das ist ja auch ein Werbeevent, das muss ja nicht unbedingt im Plus rausgehen. Also hallo, wir sind hier bei Hasbro. Wir müssen ja alles mit Gewinn rausgehen. Wenn sich 300% Gewinn macht, dann wird's abgeschafft. Vermutlich. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie die Spotlights sein werden. Ob das vielleicht eine kleine Magic-Con vielleicht doch vom Vibe her werden wird, wie groß es eben aufgezogen wird. Das müssen wir mal sehen, wie es kommt. Auch dazu haben wir nicht viele Informationen, außer dass sie kommen soll. Aber ja, da natürlich die Frage an euch. Wie seht ihr die ganze Situation mit der Magic-Cons, mit den Magic-Cons 2025? Findet ihr es auch schade, dass sie nicht in Europa stattfinden wird? Habt ihr vielleicht noch die Hoffnung, dass noch was kommt? Oder sagt ihr, hey, ich wäre so oder so nicht gefahren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord.